Was machen Sachen? Ich wollte euch kurz zeigen, was ich so 3D-mäßig alles gemacht habe. Ihr habt jetzt einiges gesehen in 2D. Ich dachte, ich zeige euch jetzt mein aktuelles Projekt, was ich für mich jetzt erstmal abgeschlossen habe. Das ist eine kleine Galerie. Ja, die habe ich in Unreal zusammengebaut. Die ganzen Assets habe ich mit größtenteils mit Maya, teilweise auch mit 3ds Max und einzelne auch in Blender versucht. Wie gesagt, alles, was ihr seht, oder das meiste, was ihr seht, ist selbst von mir gebaut. Ich werde zu ein paar Modellen was sagen, die ich aus dem Starter-Content habe, den Unreal bereitgestellt. Aber dazu kommen wir etwas später. Wie ihr seht, der erste Raum enthält die Assets für mein erstes Projekt, was ich auch als Abschlussprojekt in der SAE erstellt habe. Ich habe die Assets einfach neu hier hineingeladen und die Szene etwas heller gestaltet. Ja, ich will einfach nur dadurch zeigen, was ich so alles zusammengebaut habe. Wie man noch gesehen hat, einige der Objekte haben eine Collision, die kann man abschießen. Und hier haben wir ein paar Bilder, also Screenshots aus meinem ersten Projekt, aus der Abgabe. Ja, die waren sogar direkt aus der Abgabe. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Raum, wo ich einzelne Assets habe, die jetzt keine eigene Zugehörigkeit haben. Es sind immer so kleine Übungsdinger. Meine einzigste Blueprint, die ich funktionsfähig geschafft habe. Drehende Würfel. Hey, aber sie drehen sich. Sie funktionieren. Ich habe es nicht wirklich so mit Blueprints. Das ist eine Sache, die ich mir nochmal genauer anschauen muss. Aber ich kriege Sachen zum Drehen. Ist doch auch ein Anfang. Und meine letzten Assets, die ich gebaut habe, die tollen Vasen mit verschiedenen Texturen, die man natürlich auch abschießen kann. Leider gehen sie nicht kaputt. Ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Vielleicht kann ich das ja irgendwie einstellen. Das kann ich bestimmt irgendwie einstellen. Ich muss nur nachlesen, wie es funktioniert. Und vereinzelte Assets, die ich noch so zwischendurch gebaut habe. Ich möchte jetzt wieder weiter Assets bauen. Generell mich mehr 3D beschäftigen. Ja, hier kommen wir jetzt zu den Bildern. Jetzt habe ich meine Bilder, die ich gezeichnet habe, auch wie in einer echten Galerie, im Bilderrahmen mit den Titeln unten ausgestellt. Die Bilder könnt ihr auch auf DeviantArt oder auf meiner Webseite sehen. Das ist doch auch mal eine schöne Art, mal eine neue Art, Bilder zu zeigen, finde ich. Das war auch mein ursprünglicher Gedanke, dass ich das als Portfolio nutze, um zu zeigen, ja, ich habe auch gezeichnet, um die da irgendwie ins 3D reinzumogeln und alles unter einen Hut zu kriegen. Ich habe auch einen Raum, wo ich meine Commissions, die ich öffentlich zeigen darf, auch ausgehängt habe. Und einen weiteren Raum mit Art Trades, die ich erstellt habe, mit links meinem Teil und rechts dem Teil des anderen Künstlers. Und in dem kleinen Feld steht auch nochmal, mit wem der Art Trade entstanden ist und auf welcher Plattform. Die ganzen Links sind auch nochmal in einem Dokument, das im Ordner mit drin ist. Also ihr könnt diese Szene komplett spielen. Ich setze einen Link in die Beschreibung. Da könnt ihr die Szene runterladen. Die geht über meinen Mediafire-Account. Ihr braucht keine Angst haben, ist kein Virus. Ist einmal die spielbare Szene, ein paar kleine Bilder von mir als Dankeschön und ein Dokument. Das sind alle Künstler, die mitgewirkt haben an den Art-Trades und so weiter. Auch die Musik, alles nochmal aufgelistet mit Links, dass ihr euch alles nochmal angucken könnt. Ja, hier habe ich einen kleinen Raum, mit dem ich so ein bisschen experimentiert habe. Das sind jetzt alles Assets aus der Unreal Engine, aus dem Starter-Content. Ich habe so ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert, auch wie die Modelle an sich sind. Ja, nicht so wirklich spannend. Wie gesagt, jetzt kommt noch ein kleiner Raum. Ein Bällebad mit... Ja, es sind halt nicht unbedingt alles Bälle. Ist auch so ein kleines Spiel von mir. Ich habe einfach erst mit Licht
experimentieren und dachte, der Raum ist so ein bisschen leer, was machst du jetzt da rein? Dann habe ich einfach mit Förmchen gefüllt, verschiedene einfache Materialien drauf und dann angefangen mit den Kulissen auch ein bisschen rumzuspielen. Entstanden ist dieses schöne Bällebad. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, finde ich, die Dinge einfach so durch die Gegend zu schießen, obwohl es jetzt einfache Formen sind, die wild durch die Gegend fliegen. Alle haben jetzt so eine andere Collision, manche fliegen schneller, manche nicht. So, das war mein letztes Projekt. Es ist nicht wirklich fertig, ich habe aber auch momentan nicht wirklich mehr Muße, mich damit zu beschäftigen, möchte mich einem neuen Projekt zuwenden, zu dem ich wahrscheinlich in den nächsten Videos was sagen werde. Auf jeden Fall wird demnächst ein Video mit einem Blockout rauskommen. Da habe ich jetzt schon ein bisschen dran gearbeitet. Sobald das dann fertig ist, werdet ihr sehen, was ich als nächstes für mich geplant habe. Und ich hoffe, es gefällt euch mal was zu sehen, was ich so in 3D mache mit der Unreal Engine. Ist mal was anderes wie die Bilder. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und man hört sich später. Ciao!